Ich muss zugeben, ich habe immer öfter ein Problem mit Kriegsfilmen aus Amerika. Während Genrevertreter beispielsweise aus Asien spannend, atmosphärisch dicht und intensiv inszeniert werden, scheinen amerikanische Filme dieses Genres teilweise nur zur Werbung für das hiesige Militär zu dienen. Und mit diesem Hurra-Patriotismus und diesem amerikanischen Way of Life-Kitsch kann ich ehrlich gesagt nicht besonders viel anfangen. Und im Prinzip ist der Soldat James Ryan dann doch so eine Art Mutterfigur für das, weil sowohl die erste Einstellung des Films, die wir sehen, abgesehen von den Logos und Credit-Einblendungen, als auch die letzte Einstellung, die wir sehen, ist die amerikanische Flagge. Autsch, wie billig, ja? Wie schrecklich billig. Und vor allem, wie schrecklich billig von mir, mich jetzt darüber aufzuregen, wenn ich einen ganzen 170 Minuten langen Film vor mir habe, über den ich sprechen muss. Ich muss sagen, ich war am Anfang des Films ziemlich überrascht, weil bevor ich mir den Film angesehen habe, und ja, ich habe ihn jetzt erst das erste Mal gesehen, hörte ich immer davon, dass die Eröffnungssequenz des Films so brutal ist, dass der Anfang des Films so intensiv ist, und ich weiß gar nicht, was so schlimm daran ist, wenn ein alter Mann in Richtung Friedhof geht. Ja, ich weiß, alle reden von der Szene mit der Landung in der Normandie, aber wir dürfen nicht vergessen, das ist nicht die erste Szene des Films. Die erste Szene des Films ist, wie ein alter Mann, und aus Spoilergründen sage ich noch nicht, welcher Charakter des Films das ist, auf einen Soldatenfriedhof geht. Und erst dann startet die eigentliche Handlung des Films. Und am Ende des Films sieht man dann eben wieder diesen alten Mann, wie man dann langsam weiß, wer aus dem Film er ist, wie er zu den anderen Charakteren steht und dass er dann wieder weggeht. Das heißt, diese Szene mit dem älteren Mann ist eigentlich nur die Rahmenhandlung des Films. Das eigentliche Geschehen spielt zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs und ohne wirklich viele Worte darüber verlieren zu müssen, aber die Landung in der Normandie ist grandios gemacht. Es ist sicherlich eine der besten Kriegsszenen, die jemals in einem Film zu sehen war. Denn im Gegensatz zu B-Movie-Action-Trash schafft es die Szene einerseits einen hohen Bodycount an den Tag zu legen, aber andererseits auch beim Zuschauer, bei jedem einzelnen Tod eine Emotion hervorzurufen. Es ist nicht so, man sieht Soldaten, die umfallen wie die Fliegen und es kratzt einen nicht. Auch wenn man die meisten Leute, die in dieser Szene ihr Leben lassen, nicht kennt, einerseits womöglich aus dem historischen Bezug, andererseits aber sicher auch aufgrund von Steven Spielbergs großartiger Inszenierung, hat jede Aufnahme in dieser Szene, hat jeder Tod in dieser Szene, jedes Bild, das man aus dieser Szene kennt, wie der eine Soldat, der einen abgetrennten Arm über den Strand trägt, wo man sich in erster Linie denkt, wozu braucht man das als Darstellung? Aber im Endeffekt, im Zusammenhang mit der Szene, macht alles das Sinn. Der Film kann die Grausamkeit des Krieges und kann die Grausamkeit und Brutalität, die da vorherrscht, eigentlich nicht anders darstellen. Und gerade dadurch, dass sich dann Tom Hanks als Charakter sehr schnell herauskristallisiert und mit seinem Team etwas Wichtiges dort macht. Wie gesagt, ich möchte möglichst wenig spoilern, aber da Tom Hanks der Hauptcharakter des Films ist, kann ich fast verraten, dass er die Landung auf der Normandie überlebt. Alles, was dort passiert, wirkt derartig intensiv, derartig realistisch und derartig packend, dass diese Szene mit all ihren grauslichen Darstellungen eine unheimliche Wirkung erfüllt und eine unheimliche Wirkung beim Publikum erreicht, sodass es womöglich eine der besten Szenen aus dem amerikanischen Kriegsfilm ist. Allerdings, was viele danach wiederum vergessen, ist,
Das ist die erste halbe Stunde des Films. Also, es sind insgesamt ungefähr 20 Minuten von der Szene, was wahnsinnig lang ist. Aber was einem beim Zuschauen einfach nicht so lange vorkommt durch Spielbergs großartige Inszenierung. Aber es kommt dann noch mehr als 2 Stunden Film. Und auch in diesen Szenen schafft es der Film, den Krieg, die persönlichen Schicksale, aber sowohl die Sicht der einzelnen Soldaten als auch die des Militärs an sich möglichst realistisch und detailgetreu darzustellen. Und das ist meiner Meinung nach etwas absolut Großartiges. Ich habe mit der Soldat James Ryan allerdings ein Problem, und das ist ein großes Problem, nämlich das ist die Story. Die Ryan-Familie ist 4 Brüder stark und 3 Brüder sind nachweislich in dem Krieg schon gefallen. Und der Militärkommandant sagt dann, naja, wir können es der Mutter nicht antun, dass sie alle 4 Kinder verliert. Deswegen schicken wir extra eine Einheit los, damit wir den 4. und letzten Bruder finden. Lobenswert, ja. Menschlich nett, ja. Realistisch. Nein. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, inwiefern der Film möglicherweise auf wahren Gegebenheiten beruht und inwiefern derartige Rettungsmissionen tatsächlich durchgeführt wurden in diversen großen amerikanischen Kriegen. Aber ich halte diese Idee für die Rettung eines einzigen Soldaten in einem Krieg, wo Tausende sterben, wo man dann noch mehrere Leben und andere Missionen gefährdet dadurch, einfach für, wie sagt man, taktisch unklug, auch wenn es von der menschlichen Seite aus natürlich zu begrüßen ist. Wenn man sich damit mit der ganzen Idee einmal angefreundet hat, dann fängt man an, Tom Hanks Einheit näher kennenzulernen. Und es sind verschiedene Charaktere, es sind einige davon mehr oder weniger sympathisch, aber der Unterschied ist, es sind alles Persönlichkeiten. Und das, was im Verlauf des Films passiert, basiert immer wieder auf diesen verschiedenen Persönlichkeiten und erscheint gerade dadurch glaubwürdig. Der Film bietet in seinem weiteren Verlauf viele andere Schlachtszenen, viele auch ruhige Szenen. Eine weitere, meiner Meinung nach, großartige Szene ist dann der lang andauernde Kampf in der halb zerstörten Stadt, wo genauso wie am Anfang Spielbergs Fokus klar darauf liegt, das Kriegsgeschehen auf keinen Fall zu beschönigen, sondern so intensiv, so packend und so detailreich darzustellen, wie es die Soldaten tatsächlich erleben. Und genau das ist der Soldat James Ryan für den Zuschauer. Es ist kein Film, das ist ein Erlebnis. Und gerade deswegen verstehe ich es absolut, warum der Film als einer der größten amerikanischen Filme aller Zeiten oftmals bezeichnet wird. Und kann nur sagen, selbst Leute wie ich, die diesen typischen Hurra-Patriotismus in amerikanischen Kriegsfilmen überhaupt nicht gutheißen können, und natürlich findet sich in Der Soldat James Ryan eine Menge davon. Und natürlich wird der Film sehr in Richtung Pro-Militär aufgebaut, dadurch, dass die kommandierenden Offiziere eben oftmals die Menschlichkeit über die Taktik stellen, was, denke ich, in der Realität dann doch etwas anders aussieht. Trotzdem kann ich nur sagen, der Film an sich ist intensiv, ist packend und ist trotz seiner extremen Laufzeit von 2 Stunden und 50 Minuten auf jeden Fall sehenswert.